Ja, meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zurück zu unserer Veranstaltung Kosten- und Leistungsrechnung. Fünfte Vorlesung, fünfte Aufnahme heute. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Studentin, die sich Sorgen gemacht hat, weil sie das Angebot, das auf YouTube sich anzuschauen, jetzt sehr extensiv nutzt und die mich fragt, ob das denn mein Ernst ist, mehr oder weniger. Folgendes dazu. Also, ich sehe es als tolle Ergänzung. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn Studierende, die aus welchen Gründen auch immer, sei es privat, also die Studentin hat Kinder, muss sich um die Kinder kümmern, habe ich totales Verständnis für, dass die natürlich nicht erstmal um die halbe Förderung fährt, um zu einer Vorlesung zu kommen. Total richtig, geistigen Haken dran. Manchmal muss man aufgrund von Arbeitsprojekten auch mal fernbleiben oder man ist schlicht krank, dass man da nicht zur Hochschule kommen kann. Habe ich vollstes Verständnis für und ich will ja auch niemanden zwingen, hier zu sein. Ich lasse ja auch keine Liste rumgehen, darf ich auch gar nicht, will ich auch nicht. Ne? Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich die Empfehlung aussprechen, doch so häufig wie möglich hier zu sein, denn Lernen hat auch etwas mit einem persönlichen Gegenüber zu tun tatsächlich. Das reine Lernen vor dem Bildschirm ersetzt nicht das Lernen im Hörsaal. Sehen Sie es also insofern als Komplement, als Ergänzung und nicht als Substitut, ne, nicht als Ersatz für eine Vorlesung. Aber wem sage ich das? Sie sind ja hier und allen anderen möchte ich doch nahelegen, vielleicht in etwas zahlreicherer Anzahl mal wieder an der Vorlesung teilzunehmen. Nichtsdestotrotz nutzen Sie die Chance, Klausurvorbereitung. Was hat der Meier noch gesagt? Spulen Sie ein Stück zurück. Das ist doch wunderbar. Dafür mache ich es doch. So, wir waren bei Cost-Splitting und Break-Even-Analyse. Wie immer sind so die letzten 10 Minuten der letzten Vorlesung, habe ich mal wieder verzögert, deswegen müssen wir die noch einmal durchnehmen. Wo waren wir noch gleich? Wir sind in diesem großen Bereich der Teilkostenrechnung, anhand derer wir ja rationale Entscheidungen treffen wollen. Rationale Entscheidungen, Sie erinnern sich, führt dazu, dass wir in der Regel nur Teile der Kosten uns anschauen müssen, die wir direkt den einzelnen Produkten und Dienstleistungen zurechnen können, meistens die variablen Kosten, weil wir darauf richtige Entscheidungen, Preisentscheidungen, Mengenentscheidungen und Ähnliches treffen können. Es gibt noch den zweiten großen Block, Delegation und Kontrolle, das ist die Vollkostenrechnung. Wir delegieren Arbeit und müssen überprüfen, ob sie ordentlich gemacht ist. Und da müssen wir natürlich immer die vollen Kosten umlegen, denn die vollen, wir müssen für jeden Euro einen haben, der verantwortlich ist. Also müssen wir auch alle Kosten irgendwie auf Verantwortungsträger umlegen. Controllability oder Verursachergerechtigkeit. Und wir müssen auch jeden Euro auf die Produkte und Dienstleistungen umlegen. Verursachungsgerechtigkeit. Okay. Wie teilen wir jetzt die Kosten erstmal auf, um richtige Entscheidungen zu treffen? Das war letzte Woche unser Thema, das Cost-Splitting. Im Cost-Splitting haben wir anhand von drei Methoden kennengelernt, wie wir in komplexeren Fällen zwischen variablen und zwischen fixen Kosten unterscheiden können. Und da ist ja, hat ja eine bestimmte Methode herausgestochen, das ist die Regressionsmethode, also OLS, Ordinary Least Squares, Methode der kleinsten Quadrate, mittels derer wir Geraden an Punkte anpassen können, mittels derer wir auch komplexere Funktionen an Punktwolken, also Daten anpassen können und auch in dreidimensionalen Bereichen oder vierdimensionalen Bereichen alle möglichen Funktionen an unsere Daten anpassen können. Was eigentlich sehr schön ist, denn hinterher können wir mit Funktionen weiterrechnen. Ich habe mich früher immer geärgert, wenn in den Kostenrechnungsbüchern stand, es liegt folgende Kostenfunktion vor und ich habe mich immer gewundert, wo kommt denn jetzt die Kostenfunktion her? Deswegen habe ich mir geschworen, wenn ich das einmal unterrichte, dann werde ich meinen Studenten erklären, wo die herkommen. Und sie wissen es jetzt, durch die Regression, die sie, glaube ich, auch in Wirtschaftsinformatik und auch in Statistik überall sehr konsequent und immer wieder lernen werden. Break-Even-Analyse basiert dann ja schon auf der Teilung zwischen Variablen und Fixkosten, denn wir müssen Deckungsbeiträge einnehmen. Deckungsbeiträge, das war ja immer Preis pro Stück abzüglich der variablen Stückkosten. Und diese Deckungsbeiträge müssen immer positiv sein. Wenn wir negative Stückdeckungsbeiträge haben, sollten wir aufhören zu arbeiten, weil wir sonst mit jedem verkauften Stück Verluste machen.
Das war ja der wichtige Punkt. So, und dann brauchen wir eine gewisse Verkaufszahl, damit die Deckungsbeiträge sich aufaddieren, um die Fixkosten zu decken. Deswegen heißen sie ja Deckungsbeiträge. Ne? Contribution Margin im Englischen, was auch nichts anderes heißt als Deckungsbeitrag. Also die tragen dazu bei, die Fixkosten zu decken. Deswegen Contribution Margin. Wir wollten jetzt uns diese Break-Even-Analyse, also die Analyse der Gewinnschwelle, Break-Even-Punkt heißt der Gewinnschwelle, in verschiedenen Varianten einmal anschauen. So, und die erste Variante ist die einfachste, das ist nämlich die typische, das ist das Polypol. Im Polypol sind Sie Preisnehmer. Warum sind Sie da Preisnehmer? Naja, stellen Sie sich vor, im Polypol denken Sie sich, ach, ich erhöhe mal meinen Preis. Jetzt sind da aber noch ungefähr 100.000 andere Anbieter, die erhöhen ihren Preis nicht. Schon sind Sie alle Kunden los und alle anderen freuen sich. Insofern müssen Sie sich den Marktgegebenheiten unterordnen, deswegen sind Sie Preisnehmer. Damit ist der Preis vom Markt her gegeben. Das geht nicht anders. Sie können den Preis nicht hochsetzen, ansonsten sind Sie Ihre Kunden los. Aber worüber Sie entscheiden können, ist, welche Stückzahl zu dem Preis herstellen. Ihre Umsätze, großes R in diesem Fall, in Abhängigkeit von X, also von der Stückzahl, ist ganz einfach Preis mal Menge, ne? P mal X. Und das ist so eine Gerade, so wie wir sie hier sehen, und die kommt aus dem Ursprung heraus. Wenn wir dann die bekannte Kostenfunktion C von X, ist ja auch so eine Gerade, hier mit eintragen, die beginnt nicht im Ursprung, die beginnt bei den Fixkosten auf der linken Seite. Ich versuche es mal wieder mit dem Malen, mal gucken, ob das diesmal besser wird. Hier, ne? Hier beginnt sie in den Fixkosten. Und steigt dann mit den variablen Stückkosten als Steigung. Also setzt die sich zusammen, Fixkosten plus variable Stückkosten als Steigung mal x. So, und jetzt merken wir uns, wie wir dort systematisch herangehen. Und wir merken uns bitte nicht irgendwelche Formeln auswendig. Das ist an dieser Stelle wichtig. Wir merken uns, wie wir systematisch an die Sache herangehen. Die Gewinnschwelle, die wir suchen, ist ja diejenige, wo Umsatz und Kosten sich übereinstimmen, wo die sich gegenseitig decken. Beziehungsweise die Menge, die nenne ich jetzt mal XBE, ich hoffe, man kann das lesen, also die Menge X Break-Even, die suchen wir. Diejenige Menge, wo wir genau einen Gewinn von 0 machen. Insofern stellen wir eine Gewinnfunktion auf. Die Gewinnfunktion heißt P. Warum heißt die P? Weil P benutzen wir ja schon für den Produktpreis, deswegen steht das P nicht zur Verfügung. Brauchen wir was anderes. Nehmen wir einfach Griechisch, nehmen wir einfach P. Und der Gewinn ist ja immer Umsatz minus Kosten. Oder, wenn wir das Ganze ausschreiben wollen, die Umsatzfunktion hatten wir, P mal X. Und die Kostenfunktion hatten wir auch. Achtung, Klammer ist schon aufgelöst, deswegen minus der variablen Kosten und minus der Fixkosten. Und jetzt müssen wir natürlich nach der Menge auflösen. Dann haben wir die Menge in Abhängigkeit dessen, was wir sonst in den Formeln haben, nämlich den Gewinn, den wir erzielen wollen. Ach ja, der ist ja 0. Ne? Bei der Gewinnschwelle ist der Gewinn 0. Wir können hier auch einen Wunschgewinn einsetzen von 1.000, das geht auch. Aber normalerweise ist der 0. Insofern können wir den hier auch aus den Formeln rausstreichen. Und dann haben wir natürlich die Fixkosten geteilt durch, und das sehen Sie hier unterhalb des Bruchs, den Deckungsbeitrag, Preis minus variabler Stückkosten. Oder hier auf der rechten Seite als Contribution Margin, als Stückdeckungsbeitrag abgekürzt. Und das stimmt auch, Achtung, ich blättere noch mal ein bisschen, das stimmt auch genau mit dieser Folie überein. Erinnern Sie sich, wir haben unsere Fixkosten, das ist ja dieser Block hier. Und dieser Block muss ja durch die Stückdeckungsbeiträge gedeckt sein. Also müssen wir wissen, Fixkosten geteilt durch Stückdeckungsbeitrag, um herauszufinden, wie viele Produkte, 1, 2, 3, 4, 4,5, müssen wir verkaufen, um unsere Kosten zu decken, unsere Fixkosten zu decken.
Genau. So, das ist für den linearen Fall. Und warum sollen Sie sich merken, wie man da systematisch an die Sache herangeht? Weil ich natürlich krank genug bin im Kopf, mir andere Fälle auszudenken. Das heißt, Sie bekommen irgendeine wilde Funktion gestellt in der Klausur und dann sage ich, rechnen Sie doch mal die Gewinnschwelle aus. So, und wenn die da nicht linear ist und Sie haben sich nur die Formel für den linearen Fall gemerkt, dann ist das blöd, ne? Deswegen besser die Systematik, Gewinnfunktion aufstellen, Null setzen, auflösen und zack, haben Sie das richtige Ergebnis. Ich glaube, das ist die bessere Herangehensweise. Dann haben Sie es auch systematisch verstanden. Okay, es gibt noch eine zweite Variante, wie man das Ganze grafisch abbilden kann. Ich kann nämlich auch die Deckungsbeitragsfunktion aufstellen. Die Deckungsbeitragsfunktion ist jene, diese kleine grüne Linie. Und die Deckungsbeitragsfunktion kommt aus dem Ursprung und hat die Steigung CM, also Stückdeckungsbeitrag. Die Steigung ist CM, also Stückdeckungsbeitrag. So. Und da wir die Stückdeckungsbeiträge brauchen, um die Fixkosten zu decken, haben wir ja hier unsere Fixkostenkurve, FC. Und da, wo die Stückdeckungsbeiträge alle zusammengezählt ausreichen, um die Fixkosten zu decken, landen wir natürlich wieder im gleichen Break-Even-Punkt. Ne? Dann sind wir wieder bei XBE angekommen. Gleiche Idee an dieser Stelle. So, das mag jetzt natürlich den einen oder anderen verwirren. Wir machen jetzt eine komparativ-statische Analyse. Klingt wild, ist gar nicht so wild. Wir wollen wissen, wie sich das Ergebnis irgendeiner Berechnung, in diesem Falle des Deckungsbeitrages, verändert, wenn wir irgendeine der eingehenden Variablen verändern. Wie verändert sich zum Beispiel der Deckungsbeitrag, wenn sich der Preis ändert? Das ist doch mal eine berechtigte Frage. Lassen Sie uns das Ganze doch erstmal grafisch durchgehen. Ich radiere hier mal ein bisschen. So, oder wollen wir lieber die davor nehmen? Die können wir auch nehmen, ne? So. Was denken Sie? Welche Kurve verändert sich denn, wenn sich der Preis ändert? Sagen wir mal, wenn sich der Preis erhöht. Gut, Sie wollen vor der Kamera. Doch, Sie wollen vor der Kamera antworten. Die Umsatzkurve würde sich verändern. Das ist vollkommen richtig. Die Umsatzkurve würde sich verändern. Und wenn sich der Preis erhöht, was macht die Umsatzkurve? Die wird dann steiler. Die wird steiler. Perfekt. Ich male mal eine steilere Umsatzkurve hier ein. Mal gucken, wie gut mir das gelingt. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, so vom System her ist das klar. Ne? So, wo wäre jetzt der Break-Even-Punkt? Der neue Break-Even-Punkt wäre jetzt hier und die neue Break-Even-Menge wäre dann hier, also XBE neu. Erhöht sich der Preis, sinkt die Break-Even-Menge. Wollen wir mal gucken, ob wir da nicht auch analytisch drauf kommen. Ich blätter mal wieder hin. Ich leite jetzt also die Formel für den Break-Even-Punkt, in diesem Falle die lineare, nach P ab. Das können Sie gerne auch zu Hause mal nachvollziehen, wenn Sie Lust haben. Und dann komme ich auf diese Funktion. Ist sie jetzt positiv oder negativ? Sie ist wohl ganz offensichtlich negativ, denn sie hat ein Minus davor. Und alles, was da im Bruch steht, muss ja positiv sein, denn die Fixkosten sind positiv. Und alles, was ich quadriere, ist auch positiv. Insofern, der Bruch ist positiv. Mit dem Minus davor ist negativ. Wir haben also eine negative Veränderung. Mit anderen Worten, erhöhe ich den Preis, sinkt der Break-Even, weil wir ein negatives Vorzeichen davor haben. Wir könnten jetzt sogar für spezifische Fälle bestimmen, um wie viel, aber das erspare ich uns jetzt. Okay, wie schaut das mit den variablen Stückkosten aus?
hier leite ich nach den variablen Stückkosten ab, aber auch das können wir erstmal grafisch machen. Ich gehe wieder zur Grafik zurück, ich radiere den ganzen Wahnsinn hier aus und jetzt lassen wir mal die variablen Stückkosten steigen. In welcher Kurve stecken die variablen Stückkosten? Ja. Perfekt, die Kostenkurve. Was passiert mit der Kostenkurve? Wenn jetzt die variablen Stückkosten steigen? Perfekt, perfekte Antwort. Die Kostenkurve wird steiler. Ich zeichne mal eine steilere Kostenkurve ein. So gut es mir denn gelingt. Okay. Nee. So. Wir haben jetzt eine steilere Kostenfunktion und der neue Break-Even-Punkt rutscht jetzt hier hin. Nein. So, mit anderen Worten, mit steigenden variablen Stückkosten steigt auch der Break-Even. Eigentlich auch relativ klar. Mal gucken, ob wir auch da analytisch drauf kommen. Hier ist die Break-Even-Funktion abgeleitet nach den variablen Stückkosten. Das sieht fast genauso aus, ist aber kein Minus davor. Insofern haben wir eine positive, mit anderen Worten steigen die variablen Kosten, steigt auch der Break-Even. Also genau das, was wir gerade auch gesehen haben anhand der Funktion, sehen wir jetzt hier auch anhand der Formel. Was ich hier versuche zu vermitteln, ist ein Prinzip. Ne? Ich meine, bei so einfachen Methoden überlege ich mir das vielleicht anhand der Kurve und nicht anhand der Formel. Aber in komplexeren Fällen, in mehrdimensionalen Fällen, kriegen Sie das gar nicht mehr hin, die Kurven zu zeichnen. Und da muss man halt das Prinzip einmal verstanden haben. Deswegen unterrichte ich hier einmal das Prinzip. So, und die Fixkosten. Wir gehen nochmal zurück zum Bild. Was passiert bei den Fixkosten? Total einfach, bei den Fixkosten haben wir natürlich, wer weiß es? Ups. Ja? Die Kurve an sich verändert sich nicht, es verändert sich nur der Y-Achsenabschnitt. Genau, es verändert sich der Y-Achsenabschnitt, mit anderen Worten, wir haben eine Parallelverschiebung der Kurve nach oben, wenn die Fixkosten sich erhöhen. Mal gucken, ob ich das parallel hinbekomme. Das soll jetzt parallel sein. Auch hier hätten wir jetzt wieder einen Break-Even-Punkt hier oben. Na, ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Der neue Break-Even-Punkt liegt also deutlich höher. Mit einer Erhöhung der Fixkosten geht auch eine Erhöhung des Break-Even einher. Ist ja auch kein Wunder, ich muss mehr Fixkosten decken. Brauche also mehr Verkauf und brauche dadurch mehr Deckungsbeiträge. Gucken wir uns das mal an. Abgeleitet nach den Fixkosten haben wir diese Funktion. Die ist ganz offensichtlich auch positiv, zumindest solange mein Deckungsbeitrag hier unten positiv ist, also für den Normalfall. Steigen also die Fixkosten, steigt auch der Break-Even-Punkt. Ich habe also eine höhere Gewinnschwelle. Wann brauche ich denn immer diese Break-Even-Analyse? Im laufenden Betrieb eher selten. Ne? Im laufenden Betrieb habe ich hoffentlich Break-Even irgendwie übersprungen oder habe es vor. Wann habe ich es denn nicht? In der Regel, wenn ich ein Unternehmen gründe. Ne? Also, machen wir mal den einfachsten aller Fälle. Pizzadienst Kiel Dietrichsdorf soll gegründet werden. Dann müssen Sie sich natürlich im Vorhinein erstmal überlegen, wie viele Pizzen muss ich eigentlich verkaufen, um Break-Even zu erreichen. Und kommen Sie da auf eine Zahl, wo Sie sagen, au hauerhart, die kriege ich ja im Leben nicht verkauft, dann lassen Sie das sein mit der Gründung. Bei einem Restaurant wäre es total schlau, erstmal zu überprüfen, ob man überhaupt genügend Plätze hat, um Break-Even zu erreichen. Weil ist das Restaurant jeden Abend voll, aber man kriegt Break-Even trotzdem nicht hin, weil das Restaurant gar nicht groß genug ist, ist das ziemlich blöd. Ne? Also solche Berechnungen vor Gründung erstmal durchzuführen, sollte man tun. Und sollte man das auch mit fremdem Geld machen, so eine Gründung, wird die Bank auch sowas wie einen Businessplan erwarten und wird fragen, ja, wo ist denn Ihre Gewinnschwelle? Was denken Sie denn? Können Sie uns das mal vorrechnen? Und dann sind Sie natürlich gefragt. Also jeder Businessplan hat ja eine Planung, was man für die nächsten Jahre plant. Und da muss man natürlich auch zeigen, über Mengen und Preise, wie man gedenkt, das zu erreichen.
Im laufenden Betrieb kann das dann vorkommen, wenn man ein neues Produkt einführt. Ne? Wenn man ein neues Produkt einführt, ist das ja so wie ein kleines neues Startup. Auch da muss man überlegen, wann decken sich eigentlich die Fixkosten. In der Praxis wird das dann noch ein bisschen komplizierter, weil dann kommen die Methoden der Investitionsrechnung noch zusätzlich, weil man ja auch Anfangsinvestitionen tätigt, die ebenfalls noch Geld kosten und die wieder eingespielt werden müssen. Aber da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Okay, im Monopol sehen die Sachen ja schon wieder ganz anders aus. Im Monopol sind Sie der Einzige. Im Monopol können Sie auch selber festlegen, wie der Preis auszuschauen hat. Das Problem ist, die Kunden können sich auch immer noch überlegen, ob sie ihr Produkt haben wollen. Ne? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also der HSV in Hamburg hat in Hamburg weitestgehend das Monopol, zumindest für HSV-Fans, kann also die Tickets festlegen. Aber der HSV-Fan kann sich immer noch überlegen, ob er ins Stadion kommt oder nicht. Insofern sind wir hier keine Preisnehmer, sondern wir sind Preissetzer, aber wir sind halt auch nicht alleine auf dem Planeten, sondern wir haben Kunden, die entweder sagen, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht. Insofern ist unsere Umsatzkurve hier auch völlig anders. Unsere Umsatzkurve fängt natürlich bei Null an, das ist klar. Wenn wir nichts verkaufen, dann haben wir auch keinen Umsatz. Also gibt es vermutlich einen Preis, der so hoch ist, dass alle Kunden wegbleiben, ne? Ein Prohibitivpreis. Und wenn wir den Prohibitivpreis übersteigen mit unseren Preisvorstellungen, dann haben wir null Verkäufe und damit null Umsätze. Das heißt, hier haben wir den Prohibitivpreis. Also wenn die HSV-Karte dann irgendwann an die 300 Euro rangeht, ist das Stadion wahrscheinlich auch leer. So, auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass wir die Stadionkarten verschenken und dann ist der Laden bumsvoll. Ne? Auch das ist klar. Also es gibt auch einen Preis, zu dem wir ja, verschenken, also null. Ne? Und dann setzen wir die höchstmögliche Menge ab. Also ich schreibe das mal nochmal hin hier, Prohibitivpreis. Ne? So. Wenn wir die Karten verschenken und keiner mag mehr den HSV sehen, weil es allen schon total zum Hals raushängt, dann haben wir eine gewisse Sättigung erreicht und das nennen wir dann die Sättigungsmenge. Die haben wir dann hier. Da können wir gar keinen Preis mehr nehmen, denn wir kriegen keinen einzigen mehr ins Stadion rein, weil keiner mehr Bock hat. Das ist dann die Sättigungsmenge. Das ist genau das Gleiche, wenn Sie mit Ihrem Pizzadienst in Kiel-Dietrichsdorf sagen, ich verschenke die Pizza. Irgendwann ist sogar da Schluss, weil kein Dietrichsdorfer mehr nach Pizza, kein Dietrichsdorfer mehr nach Pizza gelüstet. So, irgendwo dazwischen ist klar, machen Sie ja Umsätze. Also, Sie senken jetzt den Preis immer weiter und damit steigt auch Ihre Absatzmenge immer weiter. Ihre Umsatzkurve, Verzeihung, Ihre Umsatzkurve nimmt also irgendwo ein Maximum ein und fällt dann wieder. Weil spätestens zur Sättigungsmenge müssen Sie natürlich wieder bei Null sein. Ne? Übrigens, diese Kurve, die da noch eingezeichnet ist, das ist natürlich die berühmte Nachfragekurve. Die kennen Sie auch. Ne? Oder Preisabsatzfunktion. Heißt das so in ABWL? Helfen Sie mir kurz. Ich weiß nicht genau, wie die Damen das dort erklären. Gut, Preisabsatzfunktion oder Nachfragekurve. Ne? So, und da, wo die Nachfragekurve die Achsen jeweils berührt, da habe ich 0 und irgendwo da in der Mitte habe ich mein Maximum. So. Insofern ist klar, wenn meine Nachfragefunktion D wie Demand irgendwie diese A-BX-Form hat, also eine lineare Funktion ist, dann multipliziere ich das Ganze ja nochmal mit x, weil Preis mal Menge. Ne? Und dann lande ich bei meiner Umsatzfunktion, mein Revenue von x. Und das ist dann eine quadratische Funktion und die sehen wir hier. Deswegen eine auf den Kopf gestellte Parabel. So, spinnen wir diesen Kram mal weiter. Jetzt, okay, was sollte der HSV denn jetzt für einen Preis nehmen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, ne?
jetzt eine schwierige Frage. Also sollte der HSV einen Preis nehmen, der umsatzmaximierend ist, das wäre dann ja, ups, über diese Punkte abgeleitet ungefähr dieser Preis, das wäre ja jetzt der umsatzmaximierende Preis. Ich sag mal, ja, wenn alles Fixkosten sind, dann ist der umsatzmaximierende Preis tatsächlich der richtige Preis. Wenn aber nicht alles Fixkosten sind, naja, beim HSV bin ich mir jetzt nicht so sicher, ich glaube, das sind schon ziemlich Fixkosten, oder? Aber wenn das nicht alles Fixkosten sind, dann bietet sich ein anderer Preis an. Ich habe hier mal eine typische Kostenfunktion wieder eingezeichnet. Die startet wieder in unseren Fixkosten und steigt dann aber natürlich mit den variablen Stückkosten. Und wenn ich jetzt schaue, Umsatz minus Kosten ist ja mein Gewinn. Mit anderen Worten, zum Beispiel in diesem Punkt hier nehme ich den Umsatz minus der Kosten. Das heißt, das hier ist mein Gewinn in diesem Punkt. Und den finden Sie hier nochmal, denn hier unten ist schon die Gewinnfunktion eingezeichnet. Also die Gewinnfunktion Pi von x. Da steht auch Pi, das Sonderzeichen stand mir in dem Moment nicht zur Verfügung. Und da ist jetzt hier natürlich die Frage, wo hat denn die Gewinnfunktion ihr Maximum? Die Gewinnfunktion hat ja hier das Maximum. Und das weicht ja ein bisschen ab von dem hier. Ne? Wenn ich hier nach unten gehe, da hat meine Gewinnfunktion ein, hey, da hat meine Gewinnfunktion ein Maximum. Und hier hätte meine Umsatzfunktion ihr Maximum. Die Gewinnfunktion hat dort ihr Maximum, wo die Kostenfunktion und die Umsatzfunktion, ich male hier mal eine Tangente ran, die gleiche Steigung haben. Die gleiche Steigung haben. Warum ist das so? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir befinden uns bereits in genau diesem Punkt. In diesem Punkt. Da haben die gleiche Steigung. Und jetzt gehen wir eine Einheit nach rechts. Also wir verkaufen noch eine Einheit mehr. Diese Einheit bringt uns aber einen deutlich niedrigeren Umsatzzuwachs als einen Kostenzuwachs. Mit anderen Worten, unser Gewinn sinkt wieder. Der Abstand zwischen den beiden Kurven, zwischen Umsatz und zwischen Kostenfunktion, sinkt wieder. Und in die andere Richtung, nach links genauso. Wenn Sie sich aus dem Punkt nach links bewegen, sehen Sie auch, der Umsatz fällt schneller als die Kosten. Also sollte ich das doch sein lassen. Eine sehr schöne Sache daran ist, dass Sie natürlich, wenn Sie später mal Marketing studieren oder ähnliches, gar nicht diese ganze Nachfragekurve immer wissen müssen. Das reicht, dass Sie ein kleines Stückchen so kennen müssen. Ein kleines Stückchen. Sie müssen wissen, wie die Kunden reagieren in einem kleinen Stückchen. Preis höher, Preis niedriger, Menge hoch, Menge runter. Das sind die Sachen, die Sie wissen müssen. Dann reicht das bereits, um entscheiden zu können, gehen Sie ein bisschen höher oder gehen Sie ein bisschen niedriger. Das reicht völlig. Also die gesamte Preisabsatzfunktion, die gesamte Nachfragefunktion brauchen Sie nicht. So, Break-Even. Break-Even, da waren wir ja. In diesem Fall gibt es ja zwei, ne? In diesem Fall haben Sie hier eine Gewinnschwelle. Da geht es in die Gewinnzone hinein. Und es gibt eine Schwelle hier, da geht es aus der Gewinnzone wieder raus. Wie kann man die denn erzielen? Naja gut, man stellt wieder die Gewinnfunktion auf, man setzt wieder die Gewinnfunktion 0, Sie erinnern sich, das ist meine Gewinnfunktion und die setze ich 0, also Gewinn von x. Ich löse nach x BE auf, also ich nenne den dann BE, wenn ich nach x auflöse und dann habe ich wieder meine Gewinnschwelle. Exerzieren Sie, ich habe Ihnen im Skript habe ich Ihnen eine Übung eingebaut, die rechnen Sie zu Hause mal. Ne? Die zeige ich Ihnen jetzt hier nicht in den Folien, aber die rechnen Sie zu Hause mal. Da geht es um genau diese Gewinnschwelle. Irgendwelche Fragen?
PQ-Formel ist da übrigens der Trick. Ne? Gut, alles klar. Gut, damit haben wir das Thema Cost Splitting und Break-Even Analysis durch. Ich verwerfe mein Freihandgekrickel. Ich speichere das auch nicht. Und wir gehen in den mathematisch her geprägten Teil der Veranstaltung. Und in diesem ersten Teil geht es um lineare Optimierung. Linear Programming, also lineare Optimierung. Das ist immer der schönste Teil, weil das können Sie schon alle aus Mathe. Die höheren Semester, die jetzt hier sitzen, kriegen gerade Schiss, weil das schon so lange her ist. Die jüngeren Semester können das ganz easy sehen, denn sie haben gerade eine Klausur da drin bestanden. Das sollte kein großes Problem sein. Also lineare Optimierung. Wie wollen wir dafür vorgehen? Wir machen das erst einmal relativ einfach. Anhand eines einfachen Beispiels leite ich das aus dem normalen Deckungsbeitrag, so wie wir das schon kennengelernt haben, leite ich das her. Dann machen wir das Ganze grafisch und dann machen wir das numerisch, also mit Hilfe des Simplex-Algorithmus. Und da Sie alle Simplex schon können, wird das jetzt ganz entspannt. Nächste Woche bitte trotzdem wiederkommen. Ne? Ich hatte schon angekündigt in der letzten Vorlesung, dass wir anhand der anhand der Deckungsbeiträge überhaupt keine Entscheidung treffen können. Ich glaube, die Müllabfuhr fährt gerade vorbei. Okay. Also wir können anhand der Deckungsbeiträge überhaupt keine Entscheidung treffen, sondern wir brauchen immer einen Engpassfaktor, immer einen Engpass. Und wenn Sie in die üblichen Kostenrechnungsbücher reinschauen, ist der Engpass immer die Maschine. Und so werden wir es hier auch handhaben. Wir werden also einen maschinellen Engpass unterstellen. So realitätsfremd das auch inzwischen sein mag. Aber die Kostenrechnung hat eben auch eine inzwischen mehr als Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Tradition. Die kommt eben noch aus einem Industriezeitalter, dem wir heutzutage nicht mehr angehören. Und die Beispiele sind immer noch Maschinerie. Was wären denn heutzutage üblicherweise Engpassfaktoren? Naja, gucken wir direkt darunter, das Personal. Wir haben heutzutage Probleme, Personal zu finden. Das heißt, wir müssen doch das Personal so einsetzen, dass es uns den größtmöglichen Gewinn irgendwie erwirtschaftet. Das ist doch ein typischer Engpass. Maschine tut uns doch gar nicht so weh, Personal tut uns viel mehr weh. Ist auch viel teurer heutzutage. Materialengpässe. Okay, also wahrscheinlich bei Plastik wird das nicht so schlimm sein, aber bei seltenen Erden in der Handyproduktion ist das schon ein großes Problem. Ich habe nur eine gewisse Menge Material und muss das so einsetzen, dass es mir am meisten Freude bereitet. Oder Raum. Denken Sie an Aldi. Die Aldis sind dieser Welt, die sind alle gleich. Da können Sie hier in Kiel-Dietrichsdorf, da können Sie auch zum Hofer nach Österreich spazieren. Also Hofer ist das, was bei uns Aldi ist. Die sehen alle gleich aus. Die haben auch fast alle die gleiche Ware an der gleichen Stelle. Die haben einen Raumengpass. Die haben einfach eine ganz klare Quadratmeterzahl und die müssen sich überlegen, welche Ware platzieren die da rein, damit ihr Deckungsbeitrag und damit ihr Gewinn am höchsten ist. Und damit sind wir beim Engpassfaktor. So, wie müssen wir das untergliedern? Okay, also solange wir nur ein einzelnes Produkt haben, haben wir das Problem überhaupt nicht, denn wir brauchen gar nicht zu entscheiden, welches Produkt uns mehr. Also stellen Sie sich vor, Aldi hätte nur ein Produkt, dann bräuchten die nicht entscheiden, was sie in ihren Laden reinpacken. Dann kommt genau das Produkt da rein. Sobald sie aber mehrere Produkte, 2, 3, 4 oder 600 über Aldi, sobald Sie also mehrere Produkte in Ihr Sortiment aufnehmen, müssen Sie immer entscheiden, wo stecke ich meine Engpassfaktoren rein, wo stecke ich mein Personal rein, wie verbrauche ich meinen Raum und so weiter. Wir sind also immer in der Multi-Product Production, wir haben immer mehr Produkte. Dann müssen wir mal schauen, hängen diese Produkte eigentlich zusammen, greifen die nach den gleichen Ressourcen. Also irgendwo wahrscheinlich immer, aber in manchen Fällen sind die vielleicht auch so gut getrennt, dass mir das gar nicht so wehtut.
Ich vermute mal, dass die Produktion bei Porsche und die Produktion bei VW, auch wenn die in einem Konzern drin sind, aber an zwei völlig verschiedenen Standorten nicht allzu sehr auf die gleichen Ressourcen zugreifen. Da könnte man fast von einer unabhängigen Produktion sprechen. Und wenn die nicht auf die gleichen Engpassfaktoren zugreifen, haben wir kein Problem. Probleme haben wir immer dann, wenn die auf die gleichen zugreifen, also wenn wir eine kombinierte Produktion haben. Wenn zum Beispiel bei Aldi alles in einem Laden verkauft werden muss oder wenn beispielsweise bei einem Autohersteller alles mit den gleichen Robotern produziert werden muss, was bei Autoherstellern natürlich nicht der Fall ist. Dann müssen wir unterscheiden, wenn es mehrere Produkte gibt, ob die nicht einfach alternativ hergestellt werden können. Also entweder das eine oder das andere. Auch dann können wir nur noch eine Entweder-oder-Entscheidung treffen, haben also kein großes Problem. Ein großes Problem haben wir dann, Verzeihung, wenn wir Mengenentscheidungen treffen müssen. Also wie viel des einen zulasten des anderen müssen wir eigentlich produzieren? Wie viel des einen zulasten des anderen? Und das wird jetzt immer unsere Entscheidungsgrundlage sein. Und dann unterscheidet man noch über gemeinsame Produktion mit variablen Proportionen oder mit festen Proportionen. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht durchzugehen. Okay, also, wir stellen Armbanduhren her. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Armbanduhren, wir haben eine Precious, eine besonders wertvolle und schöne, eine Standard-Armbanduhr und wir haben eine Light, also eine besonders billige. Und die müssen alle drei durch eine Maschine, und jetzt sind wir wieder beim Maschinenengpass, weil wir ein bisschen klassische Kostenrechnung machen wollen, ne? So, und jetzt wollen die da alle durch, aber diese Maschine hat nur eine bestimmte Kapazität. Die läuft nämlich nur eine bestimmte Zeit pro Tag. Also im optimalen Fall 24 Stunden, aber selbst das wird eine Maschine nicht schaffen. Und jetzt müssen wir halt überlegen, welche der Armbanduhren stellen wir denn in welcher Menge her? Also, als allererstes überlegen wir uns, wie lang läuft denn die Maschine? Was ist denn eigentlich Groß T? Was ist die Maschinenlaufzeit, die maximale Maschinenlaufzeit Groß T? Gut, pro Monat sind das 4 Wochen, a 5 Tage, 2,5 Schichten mit 8 Stunden und die jeweils 60 Minuten. Das heißt, wir haben insgesamt 24.000 Minuten pro Monat verfügbare Maschinenlaufzeit. Das heißt, die Maschine läuft 20 Stunden am Tag, 4 Stunden ruht sie. Das, glaube ich, ist schon ziemlich heiß. Also da darf die Maschine auch nicht ausfallen, ne? Aber das können wir jetzt einfach mal unterstellen. Weiterhin möchten wir von den Armbanduhren jeweils, jede einzelne davon, mindestens 8.000 und auch nicht mehr als 12.000 herstellen. Warum sollte ich ein Minimum und ein Maximum festlegen? Na gut, wenn ich das Minimum unterschreite, lohnt es sich vielleicht gar nicht, die Maschine jedes Mal umzubauen, weil wir ja auch Rüstkosten haben. Und bei über 12.000 fluten wir den Markt wahrscheinlich so stark, dass der Preis irgendwie in den Keller gehen würde. Also diese beiden Grenzen setzen wir uns jetzt mal und fangen an zu rechnen. Wir haben eine Ausgangssituation und in dieser Ausgangssituation, weil es gerade im laufenden Betrieb ist, machen wir von jeder 10.000 Stück. Einfach nur mal so als Ausgangssituation, als Beispiel. Pro Stück für die Precious, weil die so hübsch ist, können wir 150 € nehmen, für die Standard 120 und für die Light, so eine Swatch oder sowas, sind das dann halt 80. Ist auch schon teurer, oder? Naja, ich weiß es nicht. Die variablen Kosten pro Stück sind dann 60, 50 und 40. Okay, wer hat gut aufgepasst? Wer kann mir die Deckungsbeiträge nennen? 150 minus 60 macht 90, oder? 90 Deckungsbeitrag, 120, 50 macht 70 und 80 und 40, vielleicht mal jemand anders. 40, wunderbar, wir haben 90, 70 und 40 als Stückdeckungsbeitrag.
So, und jetzt ist das natürlich eine Poliermaschine und die besonders hübsche Uhr ist da besonders lange drin, weil die muss besonders lange poliert werden, nämlich eine Minute pro Stück. Die mittelschöne, die wird 45 Sekunden poliert oder 0,75 Minuten und die letzte wird 30 Sekunden oder 0,5 Minuten poliert. So, jetzt multiplizieren wir das einfach mal durch. 10.000 mal 1 macht 10.000 Minuten. 10.000 mal 0,75 macht 7.500 Minuten. 10.000 mal 0,5 macht 5.000 Minuten. Alles aufaddiert macht 22.500. Wir vergleichen 22.500 und 24.000. Das ist durchaus realistisch, das funktioniert. Nur ist ja aber noch ein bisschen Platz. Da geht ja noch was. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir das jetzt hin, eine Kombination aus diesen Uhren so zu gestalten, dass wir da am meisten Geld mit verdienen? Denn erstens haben wir noch ein bisschen Platz und vielleicht fallen uns ja noch weitere Tricks ein. Den höchsten. Also Sie wollen jetzt bei Precious, weil das 90 sind, da wollen Sie hochfahren, ne? Das ist Ihr Vorschlag. Mhm. Gut überlegt, vielleicht noch nicht zu Ende überlegt. Aber vielen Dank für den Vorschlag. Wer hat noch einen Vorschlag? Ja, wir haben ja ein Minimum, was wir erreichen müssen mit den Produkten. Und da würde ich erstmal sozusagen die anderen auf dieses Minimum bringen und dann so wie noch ein sehr guter Vorschlag. Auch den behalten wir im Hinterkopf. Wir gehen erstmal komplett aufs Minimum und steigern dann irgendwie nach Deckungsbeitrag. Auch noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich glaube, wir nähern uns der Sache schon. Deswegen seien Sie weiter kreativ, finde ich gut. Wie viel Deckungsbeitrag pro Minute machen wir denn mit den einzelnen Uhren? Mal so Kennzahlen bilden, ne? Das ist doch mal eine gute Sache. Deckungsbeitrag pro Minute. Das nennen wir dann ja den engpassspezifischen Deckungsbeitrag. Also 90 geteilt durch eine Minute macht 90 Euro. Eieiei, das wird jetzt aber hässlich, oder? Ich probiere es nochmal. 90 Euro pro Minute. Naja. Auf der nächsten Seite habe ich es gerechnet. Okay. Also nochmal unsere Ausgangssituation hier oben. Hier sind nochmal die Deckungsbeiträge und jetzt die Deckungsbeiträge pro Minute, also die engpassspezifischen, deswegen BCM, Bottleneck Specific Contribution Margin, ne? Also engpassspezifische Deckungsbeiträge. Ich schreibe Ihnen das da mal drüber. Engpassspezifische Deckungsbeiträge und die sind hier gerechnet. Also 90 durch eine Minute macht 90. 70 durch 0,75 Minuten macht 93 und 40 geteilt durch 0,5 macht 80. Und plötzlich dreht sich der Wind. Merken Sie es? Ich mache mit der mittleren Uhr, mit der Standard, pro Minute einen höheren Deckungsbeitrag als mit der teuren. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Erkenntnis, denn die Maschine hat nur eine bestimmte Laufzeit, also muss ich pro Minute so viel wie möglich mit dem Ding verdienen. Das ist der Trick. Also ganz nah an Ihrem Vorschlag, mit diesem kleinen Trick dazu haben wir es geschafft, ne? So, jetzt habe ich eine Reihenfolge aufgestellt. Die mittlere Uhr macht uns also am meisten Spaß, deswegen kriegt sie die 1 in der Reihenfolge. Die Precious macht uns am zweitmeisten Spaß und die Light macht uns am drittmeisten Spaß. Und jetzt folgen wir Ihrem Gedanken. Wir fahren erstmal alles auf 8000 runter, denn es könnte ja sein, dass wir jetzt schon in einem völlig falschen Mix unterwegs sind. Und deswegen geben wir erstmal alle Kapazitäten frei und dann folgen wir der Idee, nach dem engpassspezifischen Deckungsbeitrag wieder zu erhöhen. Also alles freigeben, deswegen auf 8000 runter.
durchmultiplizieren. 8000 mal eine Minute, stopp, 8000 mal eine Minute macht 8000 Minuten. Och Mann, jetzt fängt er schon wieder an hier. Keine Ahnung. So, 8000 mal 0,75 Minuten macht 6000 und 8000 mal 0,5 macht 4000. Wir haben also insgesamt, vielleicht kann man da doch noch was dazwischen legen. Ich nehme mal ein Blatt Papier. So, probieren wir es mal so. Also, jetzt sind wir bei 18.000, wenn wir das alles zusammen addieren. Das heißt, wenn wir alle auf Minimum produzieren, dann haben wir 18.000 Minuten Maschinenlaufzeit. Und nun fahren wir natürlich diejenige Produktion hoch, die uns am allermeisten Spaß bringt und die erstmal bis auf volle Dröhnung, bis auf 12.000. Also, wir gehen mit der bis auf 12.000, multiplizieren das wieder durch, mal 0,75, kommen damit auf 9.000, der Rest ist ja identisch geblieben. Das heißt, wir haben jetzt 21.000. Sie sehen, hier drunter habe ich eine große Zahl geschrieben, das ist immer der Deckungsbeitrag gesamt, den wir damit verdienen. 1,8 Millionen aktuell. Jetzt gehen wir auf unseren zweitliebsten Liebling. Der zweitliebste Liebling war ja Precious. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir Precious auf 12.000 hochfahren würden, geht das nicht, denn dann würden wir über die 24.000 schon längst hinwegkommen. Wie kommen wir also da auf ein sinnvolles Ergebnis? Von 21.000 hier oben bis 24.000 sind ja 3.000 Minuten und diese 3.000 Minuten können wir durch die eine Minute pro Uhr teilen. Wir können also auf die 8.000 hier noch 3.000 Uhren drauflegen und kommen so auf die 11.000. Mehr geht dann nicht mehr. Ne? Dann ist Schluss. Dann fährt die Maschine Höchstlast und wir können nicht mehr höher gehen. Hey, also ich habe es nicht angefasst. Okay. Dann sind wir bei 24.000 und dann sollten wir tatsächlich den höchstmöglichen Deckungsbeitrag erreicht haben. Und das sind dann 2.150.000. Soweit klar? Kleiner Tipp für die Klausur, das ist so einfach zu rechnen, wenn Sie nur einen Engpass haben. Machen Sie es so. Wenn Sie dann anfangen, Simplex anzusetzen, verschenken Sie einfach zu viel Zeit. Ne? Man kann das auch mit dem Simplex lösen, aber warum? Das ist nicht nötig. Lassen Sie das sein. Simplex bei mehr als einem Engpass, ja, geistigen Haken dran. Bei einem machen Sie es genauso. Okay. So, hier habe ich nochmal die verschiedenen Varianten aufgezeichnet. Ne? Also eine unabhängige Produktion, Sie erinnern sich, Porsche in Stuttgart und VW in Wolfsburg, die arbeiten mit unterschiedlichen Maschinen. Das heißt, da gehen unterschiedliche Faktoren rein, da kommen unterschiedliche Produkte raus und in der Mitte sind auch unterschiedliche Maschinen. Da wird nicht auf den gleichen Engpass zugegriffen, da haben wir überhaupt keine Engpässe, also zumindest keine, die sich die Produkte teilen. Deswegen völlig unabhängig. Wenn wir so etwas in eine Grafik einzeichnen, und hier haben wir unser Produkt 1 und hier haben wir unser Produkt 2, dann können wir die Kapazitätsgrenzen der Maschinen hier eintragen. Gehen wir nochmal zurück. Also unser Produkt 1 oder hier X1, ist ja egal, und X2, das sind die Mengen der Produkte. Da haben wir zum Beispiel Maschine 1 und Maschine 2. Ich bleibe mal nur mit einer einzigen Maschine. Die Maschine hat eine gewisse Kapazität und die Kapazität ist hier bei 35. Das heißt, wir können nicht mehr als 35 dieser Produkte herstellen. Mehr geht nicht. Das heißt, alles hier verbietet sich komplett. Das geht nicht. Und auch für die Maschine 2, auch für Produkt Nummer 2 haben wir ja bestimmte Maschinen oder hier Produkt Y, ist auch egal, Maschine 3 und 4. Und auch die Maschinen haben eine bestimmte Kapazitätslinie, die geht aber natürlich durch diese Achse durch und begrenzt nach dort.
Das heißt, da geht auch nichts. Mit anderen Worten, all diese Kombinationen hier lassen sich nicht produzieren, weil sie außerhalb der jeweiligen Kapazitätsgrenzen der Maschinen liegen. Alles innerhalb dieser Fläche lässt sich natürlich sehr, sehr gut produzieren. So, und was produzieren wir dann sinnvollerweise? Naja, wir können natürlich alle Maschinen auf Vollgas laufen lassen. Dann finden wir uns in diesem Punkt hier wieder. Und das spricht eigentlich nicht viel dagegen, diesen Punkt auch zu realisieren. Ach, was soll's. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo wir eine alternative Produktion haben, also nur eines der Produkte tatsächlich in die Maschine füttern können zur gleichen Zeit. Wir müssen aber überlegen, wie lange und was. Ne? Also wir haben eine Maschine, die zwischen zwei Produkten aufgeteilt wird. Ich bleibe mal wieder bei X1, das sind die Mengen, und X2. Und jetzt sieht die Sache natürlich anders aus. Ich habe die Möglichkeit, bleibe bei X1 und ich bleibe auch bei der Bezeichnung X2. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Maschine komplett für X1 einzusetzen, dann realisiere ich diesen Punkt. Und ich habe die Möglichkeit, die Maschine komplett für die Produktion von X2 einzusetzen, dann realisiere ich diesen Punkt. Oder ich mache irgendeine Mischung, ne, Hälfte, Hälfte oder sowas, dann realisiere ich irgendeine Aufteilung zwischen den beiden Punkten und das ist natürlich eine lineare. Also befinde ich mich irgendwo auf der Linie. Alles außerhalb dieser Linie funktioniert nicht und alles innerhalb der Linie kann ich produzieren, macht aber vielleicht keinen Sinn, also sollte ich mich irgendwo auf der Linie aufhalten. Ne? So, hier oben ist ein Beispiel gebracht. In einer Textilfabrik gibt es Spinnmaschinen, Spinnräder oder wie auch immer man die modernerweise nennt. Und die stellen zwei Typen Garn her, A und B. Typ A wird 8 Minuten gesponnen und Typ B wird 12 Minuten gesponnen. Welche Kombinationen können hergestellt werden innerhalb einer 8-Stunden-Schicht. Lassen Sie uns das mal gemeinsam erarbeiten. Lassen Sie mich das mal nicht vorbeten, sondern lassen Sie uns das gemeinsam erarbeiten. Machen Sie mal Vorschläge. Sie sind ja jetzt eine so kleine Gruppe geworden, dass wir das wunderbar auch hier interaktiv gestalten können. Und Ihre Kamerascheu haben Sie auch schon abgelegt. Also, 8 Stunden. Ein bisschen was nehme ich vorweg, ja? Also 8 Stunden. Mal 60 Minuten. Sind wir uns einig? Ich habe das jetzt im Kopf gemacht. Wenn ich es falsch mache, müssen Sie korrigieren, ja? 480 Minuten. Dann ist aber auch peinlich vor der Kamera. So, und jetzt Taschenrechner zücken. Angenommen, wir stecken alles in Garn A. Wie viel können wir dann produzieren? Ja? 60, weil 480 geteilt durch 8 60 ist. Ist das richtig? Ja. Sehr schön. Oder ich stecke, dann haben wir wohl diesen Punkt hier, ne? Da steht ja auch 60. Okay. Und dann haben wir noch Garn B. Wenn wir alles in Garn B stecken, wo landen wir denn dann? Bei 40, genau. Da landen wir dann in diesem Punkt und das ist auch bei 40. Können wir auch diese Gerade hier, können wir die auch herleiten? Kriegen wir das hin? Also wir könnten ja ein Garn weniger von A nehmen und dafür ein Garn mehr von B. Ja, genau. Also wir sind uns ja halbwegs einig, dass wir hier die Menge XA haben
Und wir sind uns auch halbwegs einig, dass wir hier die Menge XB haben, ne? So, dann ist doch XB jetzt erstmal abhängig von XA, ne? Weil es hat eine Y-Achse und so. Also XB in Abhängigkeit von XA. So, und so eine Produktion fängt ja immer am Ordinatenabschnitt an, also am Y-Achsenabschnitt. Da hatten wir raus, das war 40. So. Und wie machen wir jetzt weiter? 40 minus. Auf jeden Fall ja XA, 40 minus XA, wie ist das Minus verschwunden? Mal, und jetzt brauchen wir noch die Steigung. Ja. Minus 2 Drittel, also die Steigung ist minus 2 Drittel, also müsste das mal 2 Drittel sein. 2 Drittel ist völlig richtig, aber Sie müssen uns noch erklären, wie Sie auf 2 Drittel kommen. Ich habe mir einen Steigungsteil gedacht, dass jetzt sozusagen von dem Punkt 40, wie ich dachte, dann muss ich ja 40 nach unten gehen und 60 nach rechts. Und damit habe ich dann die 2 Drittel gemacht. Also wir haben ja ein Steigungsdreieck, nämlich dieses. Und Sie wissen ja, die Steigung ist immer Höhe durch Breite. Die Höhe dieses Steigungsdreiecks ist ja 40. Und die Breite dieses Steigungsdreiecks ist ja 60. Und damit muss ja die Steigung minus, das Minus hatte ich hier schon vorweggenommen, ne? Also nicht vertüdeln jetzt, minus 40 Sechzigstel sein. Also mal 40 Sechzigstel. Und damit haben wir die Funktion. Also meine Damen, meine Herren, das war jetzt kein Hexenwerk. Das kriegen Sie alle hin. Mit ein bisschen Denken kriegen Sie das hin. Da bin ich ganz sicher, dass Sie das hinbekommen. Okay. Gut. Sehr schön. Und damit können wir jetzt auch jede Kombination ausrechnen. Ne? Jede einzelne, die auf dieser Linie hier liegt, können wir jetzt ausrechnen. Sehr schön. Ups. Oioioioi. Okay. Aber, weil es uns ja noch nicht kompliziert genug ist, machen wir das. Also wir haben immer noch zwei Produkte, Garn A und Garn B wahrscheinlich. Die laufen erstmal durch zwei verschiedene Maschinen, 1 und 2, die sie sich beide teilen. Und dann haben wir noch eine Maschine 3 und eine Maschine 4. 3 ist nur für die Herstellung von Garn A und Maschine 4 ist nur für die Herstellung von Garn B. Ja, ach kommen Sie, kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Lösen wir erstmal grafisch. Lösen wir erstmal grafisch. Wir brauchen ein paar Daten dafür. So, wir brauchen die maximale Zeit, die wir reinstecken können. Hier haben wir die Maschine 1, 2, 3, 4 mit ihren jeweils maximalen Zeiten. Dann haben wir, wie viel die Maschine an Zeit benötigen für Garn A und für Garn B. Also für die Herstellung von Garn A brauchen wir 2 Minuten pro Stück, für die Herstellung von Garn B brauchen wir 4 Minuten pro Stück in der ersten Maschine. Das war ja eine, die sich die beiden Garne teilen. Die zweite Maschine war auch noch geteilt mit 5 Minuten und 2 Minuten. Die dritte Maschine war nur für Garn A, deswegen braucht die 6 Minuten für Garn A und 0 Minuten für Garn B, weil wenn Sie eins mehr herstellen, wird diese Maschine nicht belastet, also 0. Und die letzte Maschine war nur für Garn B, das heißt nichts für Garn A und 4 Minuten für Garn B. So, mit dieser intellektuell anspruchsvollen, aber bei weitem noch nicht anspruchsvollsten Geschichte gehen wir jetzt natürlich in die Berechnung rein. Und zwar stellen wir dazu Formeln auf. Wir stellen die Formel auf, 320 ist gleich 2xA, ne, 2 Minuten pro Garnrolle A mal der Menge von A.
und 4 Minuten für die Garnrolle B mal der Menge von B. Und das machen wir für alle Maschinen, wobei natürlich wir wissen, dass die dritte Maschine nur A herstellt, deswegen 6 Minuten mal der Anzahl der Garnrollen XA. Und die vierte Maschine stellt nur Garnrollen der Sorte B her, also 4 Minuten mal der Menge XB. Ja, genau. Und dann stellen wir die um. Dann lösen wir die alle wieder auf, denn hier haben wir ja XB und hier haben wir wieder XA. Und wenn wir die alle umgestellt haben, dann können wir die Geraden auch einzeichnen. Und die sind hier eingezeichnet. So, also können Sie die schon identifizieren? Können Sie weitestgehend, ne? Also das hier ist wohl die eine Maschine, die stark begrenzend ist für XB. Also muss das diese hier sein, ne? Diese Maschine hier, die ist ja stark begrenzend für XA, das muss dann also wohl diese hier sein. Und die beiden anderen müsste ich jetzt auch nachrechnen. Aber es ist ja nicht schlimm. Okay. Gut. Welchen Punkt nehmen wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier die Punkte H, C, D, E, F und G. Was schlagen Sie vor? Welchen dieser Punkte sollten wir jetzt realisieren? Oder irgendwas dazwischen? Ich meine, wir haben hier die ganze Fläche, ne? Wir haben das ganze Sahara-farbene Feld, sandfarbene Feld. Also man bräuchte ja prinzipiell erstmal eine Zielfunktion, die man maximieren möchte, damit man überhaupt eine Entscheidung treffen kann, welche der Punkte am idealsten ist oder nicht. Also außer Ihrem Ausdruck am idealsten hat mir Ihre Antwort total gut gefallen. Ne? Sehr gut, nee, vollkommen perfekt. Also wir brauchen eine Zielfunktion. Ne? Das hier sind ja alles Nebenbedingungen. Und nur mit Nebenbedingungen können wir gar nicht rechnen. Was schlagen Sie denn als Zielfunktion vor? Also es müssen ja beide Komponenten XA und XB darin enthalten werden. Ja. Und dann müsste man den Zukunftsbeitrag mit den jeweiligen XA bzw. XB multiplizieren und das insgesamt addieren und das maximieren. Auch perfekte Antwort, wir brauchen eine Deckungsbeitragsfunktion in Abhängigkeit des Stückdeckungsbeitrags und der Menge A, des Stückdeckungsbeitrags und der Menge B. Ne? Wir brauchen eine ISO-Deckungsbeitragsfunktion. Also, das Beispiel, das Produkt A, hat einen Stückdeckungsbeitrag von 12 Euro das Stück und das Produkt B hat einen Stückdeckungsbeitrag von 8 Euro pro Stück. Damit ergibt sich natürlich der Gesamtdeckungsbeitrag, DB. Ach nee, lassen Sie uns im Englischen bleiben, ne? sonst dreht das hier völlig. Also Contribution Margin ist entsprechend klein CMA mal 12 Euro, ne? 12 plus CMB mal 8. So, stellen wir nichts her von den beiden, ne? Also die Mengen, das war jetzt, nein, Verzeihung, das war, jetzt habe ich mich aber vertüdelt, ne? So, das sind ja schon die Stückdeckungsbeiträge XA und XB, entschuldigen Sie bitte, das war ja jetzt totaler Quatsch, ne? Kommt auch mal vor. Also, der Gesamtdeckungsbeitrag setzt sich zusammen aus dem Stückdeckungsbeitrag, das sind 12 Euro das Stück mal XA und dem Stückdeckungsbeitrag B mal der Menge XB. So, wenn wir jetzt gar nichts produzieren, also 0 und 0, dann ist natürlich auch der Gesamtdeckungsbeitrag 0. Dann befinden wir uns genau in diesem Punkt. Wenn wir jetzt aber doch irgendwas anfangen zu produzieren, dann realisieren wir ja offensichtlich andere Deckungsbeiträge. Und die Kombinationen aus XA und aus XB können wir dann ja jeweils eintragen.
je nachdem, wie hoch wir den Deckungsbeitrag wählen, ergeben sich andere Kombinationen aus XA und XB. Und daraus ergibt sich die Steigung der Deckungsbeitragsgraden, die wir hier sehen. Die verschieben wir jetzt parallel. Die verschieben wir jetzt parallel, und zwar so lange, mal gucken, ob mir das halbwegs gelingt, die verschieben wir so lange, bis wir am letzten, an der letzten kleinen Ecke hängen bleiben. Und da ist natürlich unser Deckungsbeitrag am allerhöchsten. Sie erinnern sich an unsere letzten Vorlesung, wo wir so etwas sehr Ähnliches ja mit einer konvexen Funktion gemacht haben. Wir haben immer so eine Funktion weiter nach außen verschoben, bis wir irgendwo hängen geblieben sind. Hier ist es genau das Gleiche, hier ist es halt nur linear, das ist alles. Also verschieben dieser Kurve, bis wir an der äußersten Ecke hängen bleiben. Deswegen ja auch ISO-Deckungsbeitragsfunktion, ne? Weil die alle Punkte verbindet, die den gleichen Deckungsbeitrag liefern. Alle X1, X2-Kombinationen, die den gleichen Deckungsbeitrag liefern. Und wir gehen damit praktisch genauso wie in den anderen Optimierungsmethoden den Berg hoch, bis wir nicht mehr weiter können, bis halt alles außerhalb der gelben, ockerfarbenen Fläche können wir ja nicht produzieren. Jetzt wirken Sie ein bisschen gestresst. Warum? Das haben Sie doch alles in Mathe schon gehabt. Das haben Sie doch bestimmt. Bestimmt. Okay. Ich glaube, an dieser Stelle jetzt noch mit dem Simplex anzufangen für ein paar Minuten macht überhaupt keinen Sinn. Ich will Sie aber auch nicht direkt nach Hause schicken. Es gibt eine Sache, die nicht auf den Folien steht. Und das ist eine Sache, die, das passt gerade, dass ich Ihnen das zeige. Sie erinnern sich ja an unsere wunderschönen Produktionsfunktionen mit mehreren Produktionsfaktoren, ne? Ich mal noch mal so ein Ding. Oh, naja, ich verzichte mal aufs Geodreieck. Es wird ja eh nicht besser. Die sahen ja immer irgendwie so aus. Egal, ob wir jetzt Faktoren und Produktionsmenge oder was auch immer wir da immer angeschrieben haben, x1, x2 und wir hatten immer eine Funktion aus x1 und x2, zum Beispiel Kostenfunktion oder was auch immer. Und dann hatten wir ein Gebirge, was sich hier herausgebildet hat, ne? Was also nach oben praktisch aufsteigt. Und wir hatten dann immer den Blick eines Adlers. Wir sind in Norddeutschland, wir malen eine Möwe. Ich kann keinen Adler. So, also diesen Blick von oben auf dieses Gebirge haben wir immer geworfen. Das ist im Grunde genau das gleiche wie hier, ne? Nur hier ist das Gebirge ganz schön eckig und ansonsten war das ja immer konvex. Und insofern unterscheiden wir, wenn wir diesen Blick von oben werfen. Unterscheiden wir. X1 und X2. Und wenn wir dort jetzt lineare Nebenbedingungen haben, so wie wir das gerade gesehen haben, solche Nebenbedingungen haben, an denen dann unsere Zielfunktion hängen bleibt, dann ist das natürlich eine lineare Optimierung. Gut, dann werden wir in den nächsten 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht sogar, Funktionen haben, die so ein Berg sind und in der Mitte so eine Spitze ohne jegliche Nebenbedingung haben. Das sind dann konvexe Optimierungen, weil diese Funktionen sind hier nicht linear, die sind konvex. Das heißt, da sprechen wir von konvexen. Das sind im Grunde, ne?
Parabeln, aber in der dritten Dimension, irgendwie sowas. Also eigentlich relativ hübsche Gebilde. Dann haben wir konvexe Optimierungen, müssen wir ein bisschen unterscheiden. Und zwar einmal die konvexe Optimierung ohne Nebenbedingungen, die ist relativ rund. Man hat hier schon seltsame Geräusche in diesem Gebäude. Ne? Also, es gibt natürlich die konvexe Optimierung hier ohne jegliche Nebenbedingung. Oder die haben wir bereits durchgeführt, eine konvexe Optimierung mit einer bindenden Nebenbedingung. Das will ich jetzt aber da drauf schreiben. Ich schreibe nur MB. Also mit bindender Nebenbedingung. Was bedeutet denn das? Wir haben es ja schon durchgeführt, Sie wissen es ja. Wir suchen nach diesem Punkt, also dem Punkt, wo die Steigung der geraden Nebenbedingung und der Zielfunktion übereinstimmen. Das ist eine bindende Nebenbedingung. Wo wir nicht hineingehen, aber was zumindest ein Teil einer Frage in der Klausur sein könnte, und deswegen spreche ich das hier an, das hat man dann, wenn man eine konvexe Optimierung mit mehreren Nebenbedingungen hat. Wenn man also das Prinzip der linearen Optimierung mit ganz vielen Nebenbedingungen auch hier anwendet. Ich male mal eine ein und ich male noch eine zweite ein. Das wird jetzt wirklich krickelig, oder? Na, wie dem auch sei, wie können wir denn hier optimieren? Das ist ein Riesenproblem. Also, ich male es mal in ganz groß. Es kann ja zu einem Fall kommen, wo wir einmal hier und einmal hier jeweils einen Berührungspunkt haben. Aber das ist ja gar kein einheitlicher Punkt. Das kann ja überhaupt kein Optimum sein. Außerdem liegt dieser Punkt ja außerhalb dieser Begrenzung und dieser Punkt liegt außerhalb dieser Begrenzung. Und damit können das überhaupt keine Optima sein. Insofern, jetzt radiert er nicht mehr, ja. Insofern, welche Fläche kann ist denn hier überhaupt umsetzbar? Umsetzbar ist nur diese Fläche hier zwischen den Nebenbedingungen. Also das ist im Prinzip hier unten dieser Teil nochmal in groß gemalt. Mit anderen Worten, wenn die konvexe Zielfunktion hier aneckt, dann ist das ein Optimum oder hier tangiert. Wenn die konvexe Zielfunktion hier tangiert, dann ist das ein Optimum. Und ich muss immer noch mal überprüfen, jetzt nehme ich aber eine andere Farbe, ich muss immer noch mal überprüfen, ob die Ecke dort der beiden Nebenbedingungen nicht eventuell auch noch ein Optimum sein könnte. Denn auch da kann so eine Funktion natürlich, ich male mal eine ein, auch da kann eine solche Zielfunktion natürlich rantangieren. Wie mache ich das? Das ist gar nicht schwer. Das trägt nur einen ganz wüsten Namen. Der Name hierfür, also erstmal ist das eine konvexe Optimierung mit nicht bindenden Nebenbedingungen. Ich kürze jetzt alles ab, damit das endlich ein nicht mehr so schlimm. Jetzt ist es ganz weg. Naja. Konvexe Optimierung mit nicht bindenden Nebenbedingungen. Und das Ganze finden Sie in der Literatur unter Kuhn-Tucker. Kuhn-Tucker-Verfahren.
Klingt wild, ist gar nicht wild, man muss halt eine Fallunterscheidung machen. Man testet einfach mal durch, die eine Nebenbedingung, die andere Nebenbedingung und die Ecke. Und das war's. Und was davon ein besseres Ergebnis liefert, ist dann am Ende das Optimum. Gut, ein bisschen komplexer mag es dann sein in bestimmten Fällen, aber es ist halt eine Fallunterscheidung. Mehr ist das nicht. Deswegen keine Angst vor dem Kuhn-Tucker-Verfahren, nichts Wildes. Gehen wir aber nicht rein, müssen Sie nur wissen, dass es das gibt und was das bedeutet und wo man dort die Optima findet. Und das habe ich Ihnen gerade gezeigt. So, bevor wir noch mehr Spaß haben mit den Geräuschen von draußen, ich danke Ihnen fürs Zuhören und denken Sie dran, nächste Woche wiederkommen. Ne? Ich wünsche Ihnen was. Tschüss.